Hi und willkommen hier zu einem kleinen Special-Video. Ja, Hintergründe, ich zeige euch heute, wie ich meinen Stammbaum mache für das Let's Play und das Intro. Ja, und in diesem Beispiel möchte ich euch das zeigen. Das ist hier ein Final Cut. Ich arbeite hier auf dem Mac, ich spiele auch auf dem Mac, die Sims 4. Und das ist so ein Intro-Teil, das packe ich dann immer vor das Let's Play. Und jetzt, wenn man da reingeht in dieses Intro, ist das quasi verschachtelt mit den verschiedenen Familien. Und am Ende dann ne, die Zusammenfassung und dann kommt das Intro rechts hier zu sehen. Unten drunter ist noch so ein weißer Hintergrund und diese Übergänge werden dann ne, so grün sein, deswegen ist da noch so eine grüne Ebene und unten drunter ist dann die Musik und verschiedene Effekte haben wir hier auch noch unten auf den Audiospuren. Es geht hier heute um die erste Familie, die Familie von Lea und ihr seht hier verschiedene Ebenen und da muss jetzt der Jonas rein. Der kleine Jonas, der muss aber erst noch gecaptured werden. Im Spiel muss der aufgenommen werden. Hier habt ihr jetzt einen Ausschnitt meines Bildschirms. In der Höhe sind das in dem Fall, ich ziehe das Fenster extra groß. Am Anfang habt ihr das gesehen, da waren es, was eine 2K-Auflösung, 2560x1440. Ich habe das groß gezogen, dass die Höhe fast ja so um die 2400 Pixel hoch ist, also sehr, sehr groß. Das Ganze ist ein 5K Screen Monitor. Und ich gehe da rein, ne, gebe die Cheats ein, damit man in den Ersteller ein Sim reinkommt und ich habe dann da eine Mod aktiv, die den Hintergrund im Ersteller ein Sim komplett grün macht, quasi so ein Greenscreen für die Sims. Ja, normalerweise nehme ich dann natürlich das Alltagsoutfit und da haben wir dann das Merkmal, der kleine Jonas, der ist ja hier unabhängig und diese Animation möchte ich quasi ins Intro reinbringen, in dem Fall. Ich habe mir da noch so ein bisschen umgeguckt, was könnte man noch machen, sieht irgendwas anderes vielleicht cooler aus, muss nicht unbedingt das Merkmal sein, aber wäre natürlich cool, wenn das Merkmal sich dann auch im Intro widerspiegelt. Das Intro mache ich übrigens jedes Mal neu, wenn der Sim quasi heranwächst und wir dann, oder älter wird, ne, und wir dann ja, das Umstyling machen, danach mache ich dann eine neue Aufnahme von unseren Sims, also packe quasi die Mods rein, starte das Spiel neu und dann nehme ich das auf. Ich habe das jetzt in dem Fall, das komplette Bild aufgenommen, damit ihr das seht. Ich lasse das quasi nur ablaufen, die Animation von dem kleinen Jonas. Ich lasse das immer ein bisschen länger ablaufen, weil man braucht vielleicht mal irgendwie eine längere Animation oder so, dass ich auf jeden Fall noch Luft habe, damit die nicht zu kurz ist. Das habt ihr jetzt gerade gesehen, also ich habe quasi die, das Merkmal ein paar Mal angeklickt und den Kleinen dann so ein paar Mal dann eben ne, die Animation ausführen lassen. Hier ist es so, dass ich dann diese Videospur, die ich quasi eben aufgenommen hatte, dann jetzt hier reingepackt habe. Hier unten seht ihr die ganzen Ebenen von den anderen Sims, die ich hier aufgenommen habe, oder die Tiere auch. Und da ist jetzt so, dass ich natürlich den Anfang hier abschneide. Sonst nehme ich immer nur so einen Ausschnitt auf. Um euch das zu zeigen, habe ich jetzt mal den kompletten Bildschirm aufgenommen. Sonst schneide ich das am Anfang direkt ab. Jetzt muss ich das natürlich abschneiden. Ja, komplett quasi zuschneiden. Sonst, wie gesagt, immer nur der Ausschnitt von dem Sim und das Menü ist dann schon abgeschnitten. Aber das kann man auch hinterher machen. Und ja, dann suche ich mir hier eine Position raus, die gut passen könnte von der Animation und schiebe das dann dahin, schneide den Rest dann ab, gucke mir die Animation dann hier an. Übrigens, alles, was ihr hier heute seht, ruckelt ein bisschen, weil ich muss natürlich gleichzeitig schneiden und aufnehmen und das hier den kompletten Monitor in 5K. Und deswegen ist es leicht ruckelig hier. Normalerweise ist es so ein bisschen flüssiger bei mir, auf jeden Fall flüssiger. Jetzt habe ich hier unten verschiedene Filter und zwar muss ja das Grüne wieder rausgeschnitten werden. Das kann nur ein Algorithmus, das kann man nicht irgendwie manuell machen und da habe ich mir schon mal ein Kia, heißt das Ganze, um das Grün quasi auszuschneiden. Das ist ein vorgefertigter Algorithmus, den kann man dann noch anpassen, ne, die Stärke ändern, je nachdem, was für eine Hintergrundfarbe das auch ist, wie sind die Ränder, ne, und dieses Ganze kann man da, Werkzeug, ne, kann man da noch ein bisschen verfeinern, um dann zu gucken, ne, ist dann mein Sim jetzt freigestellt. Ich habe den jetzt verkleinert und in dem Fall dann auch, ne, dass der halt da reinpasst. Ich gucke mir das Ganze dann so ein bisschen an. Passt die Animation, will ich die haben, um das Intro quasi, ne, dann so zu haben. Ne? Am Anfang ist das so ein bisschen normal und so gegen Mitte verschränkt er dann so die Arme, so ganz stolz, selbstsicher. Und das fand ich dann ganz toll. Dann habe ich die Position gewählt, er kommt zwischen die beiden, Lea und Nathan. Und jetzt, ja, habe ich das zugeschnitten. Ich kann hier noch so ein bisschen, wie gesagt, so Sachen einstellen, damit das, ne, hier sieht man es dann nochmal, das wollte ich damit nochmal zeigen, damit man das hier nochmal sieht, ne, was hier dann auch rausgeschnitten wird und das wird natürlich bei jedem Bild des Videos, ne, Video ist ja zusammengesetzte Bilder, wird quasi das Grün analysiert, wo ist Grün auf diesem Video und das wird dann rausgeschnitten. Hier, wie gesagt, kann man das noch so ein bisschen weicher machen
um das Ganze ja so ein bisschen anzupassen. Ganz schwierig ist es übrigens bei unseren Aliens, also wenn die selbst auch grün oder auch bei Noel auf den Klamotten haben und das, der Grünton ähnlich ist wie der Hintergrund, da wird es dann schwierig. Da muss man dann so ein bisschen dann noch fein justieren. Sonst kann man sich den Kia quasi abspeichern und beim nächsten Sim einfach draufziehen, ohne das jedes Mal wieder neu, ne, quasi manuell zu machen. Ja, ich gucke dann nochmal weiter. Hinten hört es dann auf. Vorne seht ihr die zwei Pfeile und diesen Ausschnitt. Das ist dann das, wo dann nachher auch gezeigt wird hier. Na, das ist jetzt das Intro und am Ende muss er natürlich auch noch rein. Wir brauchen den also zweimal. Ich habe mir den Jonas, den ausgeschnittenen kleinen Jonas jetzt kopiert und packe den da rein. Hier seht ihr ganz viele Ebenen. Ich blende die immer aus, ne, die grauen, die ausgegrauten blauen Ebenen. Ne, das sind quasi die unsichtbaren, die sind da immer noch mit drin, die brauchen aber keine Performance in dem Fall. Macht es ein bisschen unübersichtlich, aber ich habe die alten ganz gern noch drin, falls sie doch irgendwann mal wiederbelebt werden oder keine Ahnung. Ich scroll hier mal ganz runter, ne? Es sind einige Sims bisher schon drin. Manchmal schmeiße ich die auch raus, aber die meisten sind echt drin geblieben. Da sieht man mal, wie viele Sims das eigentlich bisher schon so waren. Ich habe auch, glaube ich, vor einem Jahr oder so mal komplett alles rausgeschmissen, damit es wieder übersichtlicher wird. Jetzt habe ich den Jonas hier und der muss jetzt noch angepasst werden. Ne? Auf welcher Ebene soll der sein? Alles, was oben ist, liegt über dem darunterliegenden nachher im Videomaterial. Also wenn ich den jetzt ganz hoch packe, dann ist er ganz vorne vor allen anderen Sims, vor allen anderen Tieren und so weiter. Und jetzt gucke ich hier, wo machen wir die Position hin am besten? Also er sollte schon hinter die Tiere eigentlich. Aber vielleicht erfuhr die beiden Jungs, den Noel und den Julian. Das ist der im roten und im grünen Oberteil. Und natürlich muss der auch noch kleiner gemacht werden, weil hier in der Übersicht ist er auch noch ein bisschen, zu groß quasi. Das Verhältnis muss dann stimmen. Das muss man so ein bisschen mit Augenmaß machen, weil die Aufnahmen sind immer unterschiedlich von den Sims. Denn es ist ja nicht immer gesagt, dass, ne, dass der Sim gleich groß ist oder mein Aufnahmefenster gleich groß ist. Deswegen ist es nicht immer eine feste Prozentzahl, indem ich das kleiner skaliere. Und da kommt es dann auch drauf an, meine ganzen Videos sind in 2K. Das heißt, ich brauche die Sims in einer sehr großen Auflösung, damit die im 2K-Video, die werden ja auch, die Füße werden ja oft auf abgeschnitten, trotzdem noch in einer guten Qualität sind, ne? Und jetzt kann man den dann verkleinern, den kleinen Jonas. Und in dem Fall habe ich den jetzt hier dann ja vorne dran. Und dann muss man den noch verschieben. Den muss man noch verschieben. Und ich gucke dann so ein bisschen nach der Größe. Das ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, es ruckelt so ein bisschen, weil ich das Ganze aufnehme, während ich schneide. Videoschnitt braucht extrem viel Grafikperformance und Aufnahmen auch. Und deswegen, ja, da ist es ein bisschen ruckelig dann. Aber sonst läuft das flüssiger. Also da breche ich mir sonst nicht so den Arm ab. Oder wie sagt man? Ja, und jetzt gucke ich, ne, nach den Ebenen. Jetzt ist er vor den Tieren. Das sieht natürlich blöd aus. Die Perspektive stimmt dann da gar nicht richtig und so. Und deswegen schiebe ich jetzt die Hundis, glaube ich, nochmal ganz hoch. Ah, nee, genau, den Leon schiebe ich nochmal ganz hoch. Dass der Leon, dass der Kater da drüber ist. Und dass der Geisterkater drüber ist, ne? Und auch noch die Snowkatze, die soll auch noch vor ihm quasi stehen, vor dem Jonas, deswegen ist die auch oben drüber. So machen wir das. Und ja, der Tan, der ist schon, genau, der passt schon. Der Jonas ist schon über dem Tan. Dann ist das so quasi seitlich vom Tan und die Katzen sind davor. Und dann gucke ich mir das nochmal an, ob das alles auch so passt, ne? Von vorne bis hinten, weil die bewegen sich ja auch, die Sims. Und ja, ne, und dann habe ich die Ausschnitte hier quasi gewählt. Ich habe vorne den Jonas ins Intro reingepackt und auch hinten dann in den zusammenhängenden Teil. Ja, und dann kann man das abspielen lassen, um das anzugucken. Das ruckelt dann immer so ein bisschen, weil man muss natürlich, ne, jetzt wie gesagt, beachten, dass das nicht so schnell rendert. Ich habe jetzt hier noch was gefunden, und zwar habe ich da noch einen Mauszeiger gefunden beim Baum. Neben der Lea, und da muss ich noch ein bisschen zuschneiden. Wie gesagt, sonst nehme ich das Menü gar nicht erst mit auf, aber der Mauszeiger ist da, da muss man da noch ein bisschen abschneiden, die Ränder, dass der auch weg ist. Ja. So, deswegen nochmal Kontrolle am Ende. Immer kontrollieren, auch wenn man denkt, hey, ist das jetzt so richtig? Immer angucken, ganz genau. Ja, wie gesagt, hier ist ein bisschen langsamer, normalerweise zeigt es mir das hier alles schneller an. Läuft auch dann eigentlich gleich immer flüssig, aber jetzt hier wegen der Aufnahme in der hohen Auflösung ist das ein bisschen ruckelig. Und da gucke ich hier auch nochmal durch, ne, wie sieht die Animation aus von vorne bis hinten. So, dann, womit geht's weiter? Dann ist das hier das Intro, ne, wie gesagt, da kommt dann die Folge.
Ich gucke mir das dann auch nochmal an, ob das alles stimmt. Und dann geht es hier los mit dem Video. Die obere Spur ist das Video, die darunter ist der Ton. Unten drunter ist die Hintergrundmusik und das ist das Overlay, das rechts jetzt hier im Bild, ne? Daniel Simfenster, blendet sich hier ein, blendet sich dann wieder aus, immer am Anfang. Wenn ich meinen Namen sage, dann schiebe ich das dahin. Und dann geht es jetzt weiter mit dem Stammbaum, der zweite Teil quasi des Videos, wurde ja auch oft gefragt, wie machst du das? Ich mache das mit Photoshop, ich habe das handcrafted, also selbst gemacht alles. Ich habe quasi so einen Ausschnitt genommen, dann auch in dem Fall jetzt aus der Aufnahme, ne? Habe den quasi freigestellt, den Jonas, und dann in der Kreisform zugeschnitten, dass der in dem Kreis quasi drin, oder dass der, ne, dass der Pullover unten, sein Körper unten eben in einem Halbkreis abschneidet. Da habe ich die Icons genommen aus dem Spiel, ne, die Windeln und so, und auch die Namen und alles sind alles bewegliche Teile. Man kann da einfach Rechtsklick drauf machen, das dann verschieben, kopieren mit Alt, und dann kann man sich da den Stammbaum selber zusammenstellen. Und das mache ich natürlich auch jedes Mal, wenn es ein Umstyling gibt oder ein Sim altert. So sieht der Stammbaum dann aus, und der wird dann einfach wie das grüne Daniel Simfancy dann einfach oben drüber gelegt. Das mache ich dann nach der Aufnahme im Schnittprogramm manuell. Da lege ich dann einfach eine Ebene drüber und ja, schneide die quasi so zu, dass der Stammbaum genau, das Stammbaumbild genau dann startet, wenn es wenn der Ladebalken kommt. Und der Ladebalken geht ja immer unterschiedlich lang, deswegen muss man den Stammbaum jedes Mal quasi länger oder kürzer machen. Ja, und wenn es dann fertig ist, wenn es dann gerendert ist, dann kann man sich das nochmal angucken, um das nochmal final zu testen, ob das alles geklappt hat. Ja, das war so ein kleiner Einblick. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, gerne kommentieren. Das ist mein Let's Play Intro und mein Stammbaum. Ich bin Daniel von simfans.de und ja, das Ganze habe ich hinterher aufgesprochen nach der Aufnahme dieses Videos, in dem ich das jetzt hier gezeigt habe. Okay, falls ihr noch andere Wünsche habt, was ich mal zeigen soll hinter den Kulissen, dann gerne kommentieren. Ich habe ja auch schon mal was für Thumbnails gemacht und sowas, wie ich die erstelle. Und ja, vielen lieben Dank. Daumen nach oben nicht vergessen und abonnieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Let's Play-Folgen mit stetig wachsenden und ändernden Intros oder natürlich die anderen Videos hier im Channel. Vielen lieben Dank und bis dann. Ciao.